So, hallo, wir haben hier einen Citroën C5 Aircross. So, da haben wir jetzt gerade mal den Adaptiv-CD-Player angeschlossen an die USB-Schnittstelle. Den tollen CD-Player, den gibt es bei der Firma Dietz. Ne? Ich gehe jetzt mal nach vorne mit euch und zeige euch mal, wie das Ganze aussieht. Die Musik läuft auch schon. Der CD-Player, ne, ist klein, kompakt, ja, und wird hinten, man sieht ihn vielleicht genauer, an die USB-Schnittstelle angeschlossen. Ja, und die Wiedergabe läuft dann ganz normal über das System, als wenn es ein USB-Stick wäre, wird sofort erkannt. Wichtig ist eben bei der ganzen Sache, dass die Geräte WAV-Dateien oder WAV-Dateien unterstützen. Ja, und dann kann ich auch bei Fahrzeugen ohne CD-Laufwerk endlich mal wieder CD hören. Danke!